Leon Lovelock das neue Video rausgebracht. Da lassen wir uns doch natürlich auch nicht lumpen. Lump it out, man, come on. Sie liegt nackt in meinem Bett und erzählt, dass sie immer schon ein Fan war. Und was mir gerade auch noch einfällt, Flair hat ja gesagt, dass seine Musik nicht gut ist. Und da mache ich mir doch lieber mein eigenes Bild. Hier, die Frau sieht nicht so gut aus. Ja, die Frau gefällt mir auch nicht so krass. Aber was willst du an der Musik ersetzen? Was? Was? Bruder, ich muss weinen, Digga. Ich schwöre, ja. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich. Ah, wir haben noch eine Highest im Club Reaction, die ich mir noch geben wollte. Bam. Was? Die habe ich mir noch nicht gegeben. Muss ich mir natürlich geben, Digga, das ist natürlich auch mein Song. Geht ab, Freunde, und kommen wir zum neuen Video. Und zwar hat hier auch Leon Lovelock das neue Video rausgebracht. Hat fast eine Woche gedauert, bis ich mir das jetzt mal anschauen kann. Aber nun ist es soweit, da lassen wir uns doch natürlich auch nicht lumpen. Ich würde mal sagen, schauen wir. Lump it out, man, come on. Vorher mal die zwei vorherigen Videos an. Schwachsinn, alles zum Lachen. Ihr müsst bezahlen für eure Taten, weil wir wach sind. Krass, Digga, hat der richtig so aufgearbeitet. Macht Sinn, Leute sind am Platzen. Ihr müsst bezahlen für eure Taten, weil wir wach sind. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Okay, legen wir mal los. Hat er gut gemacht, Digi, dass er nochmal die zwei Referenzen da eingeblendet hat von den zwei Videos vorher, Bro. I like that very much, man. Küss doch dein Herz, Bruder. Ich glaube, hier kommt die Cam cooler, wa? Yes, sir! Alter. Ja, Dicker. Ich küsse dein Herz, Digga. Die Reaktion wollte ich noch haben, Bro. Zurück hier, was ist denn hier los? Bro. Der Typ, der das Video gemacht hat, ist auch krass. Der ballert direkt die Frau vors Gesicht quasi. Da bist du erstmal so leicht überfordert. Du denkst, es ist ein ganz normales Videoclip, kommt, dann kommt so ein Arsch dir ins Gesicht. Chill mal, Bruder. Nee, Bruder, da merkst du schon, ist vorbei, Bruder. Alles gefickt. Die Stimme vom Beat, die erinnert mich so ein bisschen Namibia. Ghana. Giraffen. Leoparden, irgendwie sowas, hat was aus Afrikanisches. Afrika. Aber den, das gibt's doch schon, oder? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Stimme. Das muss ja gesampelt worden sein. Ist ein Sample. Ich komme gerade nicht drauf, wer das schon mal benutzt hat. Und vor allen Dingen, ich hatte bei meiner letzten Reaktion zu Leon Lovelock seinen Track Sonne, hatte ich in der Reaktion gesagt, ich glaube, das ist eher so eine Hook, die, wenn du die einmal hörst, die gibt dir nicht so viel, und wenn du die da mehrmals hörst, dann fängt das an, ein Ohrwurm zu sein. Da hatte ich auch recht, also für mich persönlich. Ich habe mir die da mehrmals reingezogen im Nachhinein nochmal. Und ich muss sagen, also der Track Sonne gefällt mir sehr stark, ist für mich komplett unterschätztes Video. Und was mir gerade auch noch einfällt, Flair hat ja gesagt, dass seine Musik nicht gut ist. Und da mache ich mir doch lieber mein eigenes Bild, ob das denn stimmt. Geiler Typ, Digga. Auf jeden Fall danke, Digga, für das Feedback, auch mit Sonne. Ich habe das gleiche Feedback, hat mir Nate auch gegeben. Nate hat mir auch gesagt, so Bro, ich habe mir das 2-3 Mal reingezogen und geil, Digga, die Hook ist ein Ohrwurm. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Geil. Danke für dein Feedback auch hier von Independenza Vesho. Macht sich lieber sein eigenes Bild. Fühl ich. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Das hatte ich, glaube ich, schon gehört. Das hat der hat schon mal so eine kleine Hörprobe gemacht. Insta, meine ich, hatte ich die Hörprobe genau, gehört. Genau, ja. Im Solarium. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich sag ihr schon mal, dass ich keinen Benz fahr. Yeah. Warum? Warum? Warum sagst du, dass du keinen Benz fährst? Padajoch, ja, was soll ich machen, Bro? Ich bin der Haste im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah.
wir sind wach heute Nacht. Sie liegt nackt in meinem Bett und erzählt, dass sie immer schon ein Fan war. Yeah. Ich bin heute in der Morgen, mach mich fresh. Ey, komm, was sollen wir darüber sprechen? Sollen wir jetzt sagen, oh, hier, die Frau sieht nicht so gut aus? Ja, die Frau gefällt mir auch nicht so krass, aber was willst du an der Musik ersetzen? Was? 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 Bro! Bro, wollt ihr mich ficken, Bro? Bro, die wollen mich doch ficken, Alter! Sorry, Dicker, nix gegen dich, Bruder, aber ey! Der eine fragt, was ist ihre Mission? Der andere sagt, die gefällt mir nicht so, Bro! Natürlich ein bisschen extra übertrieben gerade, aber Bro! Was? Also jetzt rein von der Hook her. Ich verstehe das nicht, Bro. Ich bin falsch in Deutschland, glaube ich, Bro. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kannst du nicht aussetzen. Entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Und ich finde das Lied gut. Ich finde es so ein chilligeres Lied. Er ist eigentlich auch kein Partylied, finde ich. Weil das ist ja so auf den Partykulissen, sage ich mal. Gefällt mir. Ich für das Weekend. Irgendwas sagt mir, dass die Stadt auf sie trifft. Und dass es wieder wie ein Film wird. Letztes Mal habe ich gespürt, dass sie mich spielt. Reaction-YouTuber hitten nur Trannies, Digga. Shoutouts gehen raus an Montana Black, Digga. Du willst schon wieder das Love, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Von dem Drip werd ich seasick. Und sie ridet auf dem G-Stick. Ja, es ist Weekend. Frau soll ja erotisch wirken, ja, aber auf mich wirkt sie irgendwie so abstoßend. Es ist Weekend. Ja, gib es Weekend. Treffpunkt halb zwei. Auf mich wirkt die abstoßend, Bruder, hat er gesagt, Digga, ey, ich mach kurz Pause, ich komm gleich wieder. Digga, geht nicht, Bro. Scheiße, Digga. Bro. Bro, die Schweigeminute war wichtig. Die Schweigeminute war ganz wichtig, Bro. Ich hab geweint, ich hab kurz meine Mutter angerufen und ich hab gesagt, Mama, du weißt, damals, wo ich nach Mexiko gehen wollte, da war ich kaputt, ich konnte nicht mehr weitermachen und so. Ich habe ihr gesagt, ey, jetzt ist gerade wieder so ein Punkt, ich kann nicht mehr streamen, ich kann nicht mehr weitermachen. So, es geht einfach nicht mehr. Und sie hat mich jetzt gerade wieder motiviert und mir geholfen, aus dem Loch wieder rauszukommen und die Reaction jetzt doch noch zu Ende zu machen, ja. Mit den Jungs, ich seh sie reingehen, ich hab's gewusst. DJ Rewind, Mama Replay. So viele Blicke, ich seh sie so. Natürlich mit einem leicht anderen Gemütszustand als vorher auch. Doch so, turn that shit up, turn that shit in. Manche puffen, manche trinken, manche clean. Burn that shit up, burn that shit in. Ich bin der Heiße, der Heiße, der Heiße. Ich muss sagen, jetzt in den Lines selber ist mir irgendwie nichts stecken geblieben, da, wenn wir das jetzt quasi bewerten wollen, dass wir sagen. Ich will nicht sagen, Bruder. Hey, irgendwas kritisieren, na klar, da hättest du in der Hook irgendwie einen Flowwechsel oder irgendwas spielen können. Irgendeine Bridge, was weiß ich, irgendwas. Bruder, der sagt, Bruder, einfach Bichedio, ja. Bro, einfach Bichedio, Bro. Der sagt einfach irgendwas, Bruder. Der weiß gar nicht, was der da sagt. Der hätte in der Hook noch eine Bridge machen können. Ey. Anderes quasi, ich bin da jetzt auch kein Experte darin. Ich kenne mich mit Musik nur so ein bisschen aus, aber jetzt die High-End-Level. Professionalität habe ich jetzt auch nicht. Aber die Hook ist auf jeden Fall definitiv gut. Und das Video sieht, ach, über das Video brauchen wir gar nicht zu sprechen. Stell mir noch ein Aber ich mag ihn, Digga. Ich mag ihn, Bro. Der hat einen guten Vibe. Sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Nicht nur, weil er gutes Feedback gibt, sondern einfach so, Digga. Bisschen lost. Ich mag eh so ein bisschen lost. Ihr wisst ja, ich bin der Leon Lost Look, Digga. Ich mag auch Leute, die ein bisschen lost sind. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich sag schon mal, dass ich keinen Benz fahr. Auch lustig, vorhin so Partys gesehen, Pool. Ja, dann siehst du das Bild hier. Alles so mäßig. Ja, Svari Mexiko oder was?
Digga, das war krass da, Digga, der Ort. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das ins Musikvideo mit eingebaut haben. Du hast schon recht, passt eigentlich gar nicht so richtig, Bruder. Aber ich fand es so episch irgendwie, in dem Dreck da zu sitzen, so. Ich sag, Alex, film mal. Was ist ihre Mission? Ah, jo. Das bist du, gell, Bro? Gucci Boy 89? Oh, da gönnt ja jemand. Ich liebe es, auf kleine Reactor zu reagieren. Digga, das muss ein Ding werden. Wir sind heute nah. Oh, X-Trans hat ein Abo wieder dagelassen für den zweiten Monat. Bruder, ich küsse dein Herz. Du bist ein zweiten Monat Member von der Lovelock Family, Bro. Dafür musst du jetzt einen Bildschirm kaputt machen, Bruder. Ein Bildschirm geht für zwei Monate, oder? Also rein da jetzt, volle Wucht. Und erzählt, dass sie immer schon ein Fan war. Ich muss sagen, Leon an sich quasi, Grundvoraussetzung, er ist mir schon sympathisch, ja. Was damit zu tun hat, quasi mit seinem Video, was er damals im Treppenhaus gedreht hat. Nicht, weil ich das bevorwürte, sondern was danach auf ihn zukam, sage ich mal. Oder auch so ein Kuchen, wie der auf ihn rumgehackt hat, wo ich aus meinem Blickwinkel, ich sehe das genau, guck mal, da stichelt er. Leon Lovelock regt sich dann noch mehr auf und der kriegt nochmal so ein Grinsen, was er eigentlich gar nicht zeigen will. Ich habe mir das eine Video damals mal angeschaut, wo Leon im grünen Hintergrund, glaube ich, ist. Mhm. Kianusch noch dabei ist und KuchenTV und ich fand das ist Rumstichelerei quasi. Und Leon musste das sich machen lassen, der konnte mit der Situation nicht professionell umgehen oder auch besser damit umgehen, dass Kuchen da etwas schlechter steht, sage ich mal. Allein deswegen ist er mir sympathisch. Aber ansonsten, Leon, komm doch mal vorbei, ich habe auch ein Treppenhaus. Ja, Digga, wenn du mich einlädst zu einem Interview oder so, ich komm, Bro. Oder komm nach Mexiko, wir drehen ein Interview zusammen, Bruder, für deinen Kanal. Krieg bestimmt Reichweite. Ich bin der Host im Club. Wir sind stundenlang am Dancen. Shake it in, baby girl, back the ass up. Nur mit echten Brüdern, Bro, wir sind am Glänzen. Irgendwann sitz ich in einem Rolls Phantom. Handy's bright, mit nice and calm. Aber was ich sagen muss, wo ich den Ausschnitt jetzt von KuchenTV gesehen habe, wo ich natürlich mich reflektiere, ist, wo ich mich frage, ist, wie würdest du heute reagieren? Und das wäre auf jeden Fall anders. Und das ist doch schon mal gut. Man hat was gelernt. Hier zum Beispiel gefällt mir das schon viel besser. Der ist ja so ein bisschen schneller. Es ist nicht wie in den ersten Part. Gute Vibes heute, turn that shit up. Ihre Liebe ist so slow, als ob es Honey ist. Engel unter tausend Huren, ich kann nicht ohne dich. Ich weiß, was er meint. Zweiter Part ist hinten raus ein bisschen mehr schneller so. Jede Nacht ist wie ein Drogentrip. Weiß nicht, wohin ich oder oben ist. Diese Energie ist einfach weh. Wollt nur noch einmal deine Liebe spielen. Ja, die Mexikaner, Digga, I love you. Das Video ist krass. Das Video ist geil. Kiss dein Herz, Bro. Mich interessiert definitiv hier, von wem diese Stimme im Hintergrund ist. Von welchem Instrumental das eigentlich original abstammt. Zu seinem Track, Digga, passt das 100%. Afrikanischer Song, Bro. Rein. Also Freunde, bei mir machen wir das ja immer so. Zum Schluss verteile ich ja immer Punkte. Eins ist richtig scheiße, 10 ist richtig gut. Das ist quasi das Beste, was ich in den letzten paar Jahren gehört habe. Okay, dann hau mal raus, Diggi. Ich würde den Track nur 7,8 ungefähr würde ich ihn definitiv geben, definitiv. Also ich muss ganz klar sagen, sein erster Track, den er rausgebracht hatte, hat mir nicht so krass gefallen. Wach, glaube ich, heißt das. Hat mir nicht so krass gefallen. Der zweite Track Sonne, während der Reaktion selber dachte ich, danach später, wo ich mir das angehört habe, hat mir definitiv sehr gut gefallen. Also da kam schon das Video an sich, auch bei Sonne war sehr gut. Und hier, glaube ich, ist es auch dasselbe quasi. Also der Potenzial, sag mal, krasser Hit zu werden, hat er nicht. Weil während den Lines, da ist so, da hätte man nur ein bisschen was anderes machen können quasi. Aber die Hook gefällt mir definitiv. Im Video kriegt definitiv 10 Punkte. Da kann man nichts aussetzen, finde ich. Außer jetzt Geschmack. Alles andere ist Geschmackssache, wie ich vorhin gesagt habe. Mit der Frau da. Sieht die gut aus, sieht die nicht gut aus, ist halt so ein Geschmack. Ist so Ding. Bei ihm jetzt manchmal, ich verstehe ihn manchmal nicht so richtig, was er gerade gemeint hat und so, Dicker. Aber ich glaube, so grundsätzlich habe ich ihn verstanden. So. Und ja, Digi.
Ich danke dir auf jeden Fall für dein Feedback, Bro. Aber alles im einen, Sonne, ein sehr guter Track und das hier ist auch ein guter Track. Okay, Freunde, das war's mit der Reaktion und